gemacht, sondern hinterher. Also im Ja, Gespräch, wir im hatten Titel. völlig normal miteinander geredet. Und ich hatte ihn auch hinterher direkt gefragt, eigentlich wollten wir ja eine Debatte über, ach, da wären wir jetzt sogar schon bei unserem nächsten Thema da, aber das geht heute richtig flüssig. Ich hatte ihm nach dem Gespräch gleich geschrieben, wollten wir jetzt eigentlich über unser eigentliches Thema debattieren, also Identitätspolitik, denn darüber hat er ja überhaupt nicht debattiert. Er hat ja 1,5 Stunden versucht, Sarah Wagenknecht irgendwelche Verschwörungstheorien nachzuweisen, die sie nicht verbreitet hat, weil er sich das einfach ausgedacht hat, wie so häufig. Und er so, nee, 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 das können wir in einigen Monaten wieder machen. Als ich da gesehen habe, was er dann da so viel über mich erzählt hatte und da einen Titel geschrieben hatte, da habe ich ihm dann halt geschrieben, lass das, hör auf damit, dann hat er mich ignoriert. Ja, okay. Ja, typischer Damit war das eigentlich Dauermove. vorbei. Ja, safe, okay. Ja, keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, war das, hattest du ihn gefragt oder war das Imp? Wer von euch hat ihn noch mal gefragt, ob er, wenn er sich zwischen Sarah Wagenknecht und Christian Lindner entscheiden müsste, Imp. würde, ja, das war Imp, okay, dann wird er Christian Lindner nehmen, ne? Ja, darauf würde gut in die FDP passen. Ey, safe, safe. Also, jetzt in dem Boris von Morgenstern-Gespräch hat er das ja auch nochmal ganz gut gewhite-knighted, ne? Da hat er ja gesagt, so, hat er das immer größer werden der Arm-Reich-Schere und so weiter, als linke Schwarzmalerei bezeichnet. Und so. Also, Ja, das sind Thomas doch Piketty FDPler. beispielsweise, linker Schwarzmaler. Also der Ja. hat ja nur zig Statistiken, die das empirisch sehr, sehr gut belegen, dass die Armut, Ja, also dass die ja. Ungleichheit seit den 80ern extrem explodiert ist in vielen Ja, Industrieländern. so Gerade in das Deutschland zweifelt die auch niemand an. Vermögensungleichheit. Ja. Alles Schwarzmalerei. Ja, Hammer. Doch, wenn Mut, hat er Ja, aber gesagt. ich fand das Gespräch mit Boris von Morgenstern schon krass. Also Boris von Morgenstern war da kritischer und eigentlich hat teils linkere Positionen vertreten als Dara. Ja, klar. Also Boris von Morgenstern vertritt natürlich in diesem Sinne keine linken Positionen. Ne? Er ist ja ganz eindeutig AfD-Vorfeld. So, ne? Er hat Aber Dara eine Frage gestellt, die ja. Dara nicht beantwortet hat. Wer Ja. waren die Scharfschützen im Maidan? Ja, genau. Oh, das ist natürlich auch eine Frage, ey. Das ist natürlich Hammer. Ja, aber ich glaube, er hat einfach in dem Moment auch nicht verstanden, so, hä? Hä, der ist doch ein Linker, der müsste doch jetzt eigentlich so und so antworten und jetzt sagt er das so, ne? Hat glaube ich keiner so richtig verstanden irgendwie, aber ja gut, Ja, ja. aber dass Dara NATO-konform ist, das wissen ja eigentlich alle. Ja. Nee, eigentlich, das fand ich auch so lustig. Diese Leute, die bei jeder kleinen Äußerung von irgendeinem AfD-Politiker ausrasten, stört das überhaupt nicht, wenn Rechtsradikale, also die führend bei Protesten mit dabei sind, eine Regierung unter Drohung eines Revolutionstribunals mit Todesdrohungen außer Landes treiben, wenn da rechtsradikale Partei nach dem erfolgten Putsch einer Regierung beteiligt wird. Das Ja. ist alles überhaupt kein Problem. Und faschistische Milizen dann marodierend durchs Landesinnere ziehen und da friedliche Demonstranten niederschießen. Das ist alles überhaupt kein Problem. Aber Ja. wehe, ein AfDler sagt mal ein falsches Wort. Ja, Also, ja. wenn das, was ich gerade in der Ukraine beschrieben habe, wenn das passiert, dann ist das laut Dara eine demokratische Revolution. Naja, defizitäre Also, Demokratie, ne? nee, ja, was heißt defizitäre Demokratie? Also Ja, danach ist die Tobias Huch Ukraine hat ja das ja so nicht eine komplette bezeichnet. Diktatur geworden. Also das ist ja ein schrittweiser Prozess seit 2014, der sich im Kriegsbeginn nochmal enorm verschärft hat. Aber Ja, Hybridregime haben wir ja im Demokratieindex gesehen, ne? Hat Imp ja gezeigt, ja, diese Hybridregime. Demokratieindizes sind sowieso ein bisschen komisch. Also den Imp da hatte, den hatte ich mir noch nicht genau angesehen. Die sind ja alles relativ ähnliche Demokratieindizes. Der eine, der kommt ja vom Freedom House. Von wem wird Freedom House finanziert? Größtenteils von der US-Regierung. Also da kannst du dir Ja. denken, was bei solchen Demokratieindizes da rauskommt. Ja, gut, ich fand das nur so lustig, weil er sich noch kurz, also Tobias Huch, kurzzeitig über das Wort Regime beschwert hatte. Und dann wird das da halt selber verwendet, so, also. Das war auf jeden Fall nicht schlecht, ja. Ja, du hast ihm auf jeden Ja, wie gesagt, Fall. ich bin bei solchen zusammengesetzten Indizes sehr, sehr vorsichtig, wenn ich mir nicht genau die Methodik angeschaut habe oder welche Organisation das da aufsetzt. Wie gesagt, das fand ich bei Dara so lustig. Also wenn eindeutig ein antidemokratischer Putsch stattfindet, dann leugnet er den einfach. Bei Trump oder bei allen anderen, wo man drüber streiten kann, also jetzt Regierungsgebäude von Demonstranten stürmen lassen, ist jetzt sicherlich nicht demokratisch. Aber was in der Ukraine passiert ist,
Das ist ja schon noch mal eine deutliche Stufe über dem, was beim Kapitol passiert ist. Ja, also ja, also ich habe da ganz schlimme Videos gesehen, ne? Ich meine, es gibt da ein paar ganz gute Dokumentationen drüber, wo es Journalisten gab, die teilweise wirklich sehr nah am Geschehen waren. Und das war Wo ja, jetzt Maidan oder? ja, genau, richtig. Oder auch Donetsk. Also das waren ja Borderlands-artige Zustände teilweise. Also das war ja richtig krass, ne? Richtig übel. Wusstest du, dass ich mal Mod bei Dara war? Nee, nee. Ja, doch. Ist schon 2 Jahre her. Ich habe dann irgendwann mal irgendwas Dummes gesagt und die ganze Bubble gegen mich aufgehetzt. Da hatte mich, ohne irgendwas zu sagen, hatte mich dann entmoddet und gebannt. So, seitdem habe ich nie wieder was von dem Das gehört. wäre einer der wenigen woken YouTuber, wo ich mich freuen würde, wenn ich den noch mal im Talk hätte. Echt Das ist jetzt? ja unglaublich anstrengend mit solchen. Ja, ich Ja, das. hätte dann einige Sachen. Wie gesagt, unsere letzte Debatte wurde ja noch nicht abgeschlossen. Ja. Ja, okay. Ja, gut. Aber ist das so schwer? Hast du ihn mal wieder gefragt oder was? Also. Wie gesagt, ich hatte ihn gefragt, er hat mich wegignoriert. Ach so, okay, alles klar. Bist du gebannt bei dem im Chat? Ja. Okay, krass. Ja, okay, alles klar. Ja, du warst jung und brauchtest das Geld, schreibt Ben Mut. Ja, richtig, genau, so eine Zeit war das. Ja, Leute, also, ihr habt's gehört, der Agitator würde gerne mal wieder mit Dara reden. Wenn ihr mal die Gelegenheit habt, mit Dara zu sprechen, dann macht ihn doch mal bitte darauf aufmerksam, dass er die Nachrichten vom Agitator prüfen möchte. Ja, Mann. Nee, das hatte ich auf Twitter geschrieben. Das war mein alter Account. Das sieht dann nicht mehr die alten Nachrichten. Ja, okay, alles klar. Gut. Schreib ihm eine neue. Ja. Vielleicht geht er drauf ein, ja. Dara traut sich das eh nicht, schreibt Günni. Ja, also, ja, nee, wahrscheinlich nicht. Ja, Ja. das ist bei Dara immer so. Ich habe auch gesehen, wie er, entweder, ich weiß nicht, ob das vor oder nach mir war, mit irgend so einem relativ unbekannten konservativen YouTuber da diskutiert hatte. Wolf oder so hieß der. Kennst du wahrscheinlich auch nicht. Wie heißt der? Der Dave. Gibt es ein Gespräch? Also ich weiß auch nicht, ob der einen eigenen Kanal hat. Auf jeden Fall ist der in dem. Er hat auf jeden Fall professionelles Mikrofon, professionelle Kamera. Also der scheint sich damit ausgekannt zu haben, was er da gemacht hat. Und der hatte wirklich viel, viel bessere Argumente als Dara. Und Dara schreibt dann in den Titel. Oder schaut es euch an, AfD-Fan total zerstört. Ja, okay. Obwohl Dara kein einziges Argument hatte, außer Verschwörungstheorie. Okay, aber das ist jetzt nicht links der Mitte oder so. Nein, 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 nein. Okay, okay. Jemand, der die AfD mochte. Ach so, okay, alles klar. Ja, gut, das habe ich dann wahrscheinlich nicht gesehen, ne? Aber der hat ja vorhin ein neues Video hochgeladen, den zweiten Teil jetzt von Boris und ja, von Boris von Morgenstern und ihm, ne? Hat er vorhin hochgeladen. Ja. Ja, hier geht es gerade ein bisschen ab im Chat. Zu Fußraid von Proletopia. Ja, okay, alles klar. Ja, AfD-Fan total zerstört, Debatte heißt das Video einfach nur. 4 Monate okay. alt. Ach, echt jetzt? Das habe ich nicht gesehen. Ja. Das muss ich mir mal eben kurz reinziehen, warte. So. Okay, muss ich gleich mal eben suchen. Ja. Darauf hatte Kaspar damals reagiert, sonst wäre ich darauf auch nicht aufmerksam gemacht. Sonst wäre ich damals darauf auch nicht aufmerksam geworden. Meine Güte, ist es spät. Ich verfolge Daras Kanal ja nicht so regelmäßig. Ja, nee, ich auch nicht so, ne? Also braucht man ja auch nicht, man kriegt ja alles mit, also sobald er irgendwie irgendwas Dummes gesagt hat, ist es ja wieder auf allen Kanälen, also das ist so Und es hervorragend. gibt auch einige Talks, die sind tatsächlich sehenswert, und zwar die mit Wolfgang M. Schmidt. Und die kriege ich halt auch mit, weil ich Wolfgang M. Schmidt eigentlich fast überall folge. Ja, das war, die sind sogar schon recht alt tatsächlich, glaube ich, so, ne? Ja, da gibt es Vergleichsmäßig. mehrere. Einige sind jünger. Das Ah sind ja, okay. mehrere. Hast du schon mal versucht, Wolfgang M. Schmidt zu Gast zu bekommen? Nein, also mir fallen diese Gespräche auch schwer, ehrlich gesagt, so mit Wolfgang M. Schmidt, so jetzt, wenn es so richtig deep in Politik reingeht oder auch mit
mit dir zum Beispiel über VWL oder generell globale Politik und so weiter. Ich lasse mich da immer sehr gern berieseln. Aber ich sehe mich jetzt auch nicht so unbedingt in der Position, da jetzt irgendwie so eine krasse Debatte zu führen und so weiter, weil ich halt einfach nicht so im Thema bin. Ich bin viel eher so, ich gehöre eher mehr so zu diesen Arschlöchern, die an der Seitenlinie stehen und da irgendwas reinrufen, so. Und den ganzen Gossip drumherum, das ist, glaube ich, eher so mein Ding, ne? Aber Ja, deswegen, ich fand's. darüber könnte ich mit ihm reden im Grunde. Aber ich habe nie angefragt, nein. Stimmt, Wolfgang M. Schmidt hat vor kurzem auf seinem Neue 20er-Podcast eine total lange Analyse über diesen KuchenTV-Schuh-Juckler-Streit hochgeladen. Ach, echt jetzt? Da Was war reden die sein da Fazit? über eine Stunde. Ja, ist halt problematisch, dass Plattformen und Gerichte immer mehr darüber entscheiden können, was gesagt wird und was nicht, und das Ja. Ökonomische, dass das keine Rolle mehr spielt. Also er hat sich gar nicht mal inhaltlich positioniert, was ja auch grundsätzlich richtige Entscheidung ist. Klar, auf jeden Fall. Also ich habe sogar jetzt gehört, dass das Bundesministerium, also das Justizministerium, nicht weiter gegen Twitter vorgehen kann. Hast du es mitbekommen? Nee, warum wollten die überhaupt gegen Twitter vorgehen? Weiß ich nicht. Die wollten doch irgendwie so auf EU-Ebene irgendwas vorbereiten. Da war doch irgendwie Ja, Stress. das ist der Digital Services Act, Genau, den genau, du genau. meinst. Also es gibt da auf jeden Fall irgendeine neue Nachricht. Lass ich dir auf jeden Fall zukommen, den Artikel. Ich habe ihn Ich nicht habe das gar nicht so gelesen. genau verfolgt. Also, Ding ist, wenn da Juristen solche komischen Gesetze schreiben, die total lang sind und die dann auch noch so allgemein formuliert sind, dass sie jedes Gericht anders auslegt, dann ist das nicht Alles gut. gut, Also, danke, deswegen ist Rudolf. dieser Digital Geburtstag. Services Act ja Du so wurdest problematisch soeben von gewesen, Erwin zu einem weil Talk man da total eingeladen. allgemeine Formulierungen YNGO 5 gefunden hat, Tektonik. was eventuell zensiert werden kann. Und das kann halt so oder so ausgelegt werden. Und wenn Gerichte dann nicht klar die Meinungsfreiheit höher gewichten, dann ist das halt ein total tolles Zensurinstrument. Auf jeden Fall. Ich denke sogar, dass auch sowas, naja, wie soll ich sagen, absichtlich so schwammig gehalten wird, damit man halt eben ein möglichst breites Spektrum an, ja, an Interpretationsmöglichkeiten halt einfach hat. So, ne? Je schwammiger du irgendwas formulierst, desto mehr kannst du ja irgendwie, naja, da rein interpretieren. Und je präziser irgendwas definiert ist, im schlimmsten Falle noch Legaldefinition, da ist dann sofort klar, was gemeint ist, ne? Also das wäre schon krass. Von daher, ja, klingt für mich nach einer ganz normalen Gesetzgebung in Europa, ehrlich gesagt. Ja, das ist ja auch in Deutschland so. Wir haben ja dieses Netzwerkdurchsuchungsgesetz, was ja auch schon Ja, unglaublich ja. problematisch ist. Ja. Einfach, weil es Plattformen dazu zwingt, illegale Inhalte zu löschen, ohne dass es dann Gerichtsurteil oder irgendwas gab. Also eigentlich sollten ja Inhalte, die illegal sind, die sollten gelöscht werden, sollte auch bestraft werden. Also Verleumdung ist illegal, Aufruf zu Straftaten ist illegal, ist ja auch richtig so. Also man sollte ja jetzt nicht hier, keine Ahnung, tötet die Ungläubigen in die Welt hauen dürfen und das dann auch auf YouTube monetarisieren können. Ist vielleicht ganz gut. Aber ja, dass man einfach eine andere Meinung hat, das sollte auf keinen Fall zensiert werden. Und das passiert halt durch solche Gesetze wie den DSA oder das Netzwerkdurchsuchungsgesetz. Und das ist natürlich von den Plattformen und den Werbetreibenden auch so gewollt, dass da bestimmte Narrative eben nicht Donnerstag, verbreitet Talk werden. mit Erwin. Bimolino, danke für deine 100 Bits. Donnerstag Talk mit Erwin. Ja, ich sehe es hier gerade Gerne. schon im Chat. Ich kann mich nicht auf beides konzentrieren, aber sehr schön auf jeden Fall. Gehe ich natürlich gerne drauf ein. Du bist Donnerstag Ja. bei Erwin? So, also der Chat klärt das gerade für mich anscheinend. Ja, ich habe schon lange nicht mehr mit Erwin gesprochen. Wir hatten so ein bisschen Beef. 2 Jahre Hat es mir schon mal fast. erzählt vor unserem ersten Ja. Gespräch. Genau. Aber das ist jetzt, das wird jetzt.